Servus, Patrick hier auf dem Pixel und Spätzle Kanal. Für alle, die den Kanal noch nicht kennen, hier geht es um Fotografie, Videografie und alles drumherum. Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal so eine Art Fotografie-Behind-the-Scenes-Vlog. Der Hauptgrund dafür ist, ich wollte mir mit euch mal zusammen mein neues Objektiv anschauen. Ist nämlich heute in der Post gewesen und zwar ist es dieses schöne Stück hier. Das ist Sigma 30 mm f1.4. Das ist das Sigma 30 mm f1.4 für Sony E-Mount. So, jetzt aber. Wir machen so eine Art kleines Unboxing. Das wird jetzt noch kein richtiges Review von dem Objektiv. Das werde ich später mal nachholen. Aber so einen kleinen ersten Eindruck, den werden wir uns heute mal verschaffen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal auf das Ding. So, das schöne Stück kommt mal in diesen Sigma-Karton hier mit 3 Jahre Garantie. Schon mal echt cool. Dann machen wir es mal auf. Ja, ganz ehrlich, wer interessiert sich bitte für diesen ganzen Papierkram? Niemand, niemand. Also Papierkram, hier Anleitung, Garantiesticker oder so. Anderes kleines Heftchen und was haben wir hier noch? Ja, auch nochmal irgendeine Garantiekarte. Das interessiert uns doch alles nicht. Wir wollen Fotos und Video machen. Und da, ja, so. Ja genau, es ist diese Verpackung, die kenne ich schon von meinem 16 mm. 16 mm ist auch jetzt gerade drauf, das benutze ich halt hauptsächlich so für Landschaftsaufnahmen, für Astrofotografie und zum Vloggen ist es auch sehr gut. Ja, und jetzt gucken wir uns das 30 mm an. Alter, ist es klein. Und da vorne ist auch noch... Okay, jetzt wird es aber echt krass. Also... Das hier ist die Gegenlichtblende. Sieht schon mal relativ klein aus, okay. Aber jetzt kommt's. Das ist das Objektiv. Mein Gott, ist es winzig. Also ganz ehrlich, das hätte ich nie gedacht. Ich meine, das 16 mm, das ist schon nicht das kleinste Objektiv und auch nicht das leichteste, aber okay, es geht so. Aber das 30 mm, dass das so winzig ist im Vergleich dazu. Moment, ich brauche mal irgendwas als Maßstab. Wir nehmen mal den Becher. Hier ein richtig cooler... Richtig cooler Metallbecher von unserem Travel Channel. Schaut mal vorbei bei Spätzle to go. Ja, das Objektiv ist ungefähr so groß wie der Becher. Das passt sogar... Das passt hier fast ganz rein. Das ist echt krass winzig. Wow. Oh, da ist schon wieder jede Menge Glas. Ah, das schaut einfach gut aus. So, genau. Also hier steht's nochmal. 30 mm 1,4 DCDN mit 52 mm Filtergewinde vorne dran. Hier ganz typisch für diese Linie von Sigma. Die Beschriftung vorne ist in so einem Schwarz gehalten. Alter, das ist echt winzig. Wow. Ja, ich würde sagen, wir schneiden es mal auf die Kamera drauf, oder? Ja, ich würde sagen, wir machen ein paar B-Roll-Aufnahmen und vielleicht ein paar Fotos mit dem Objektiv, damit ihr seht, was es so kann und vor allem damit ich sehe, was das Ding so kann, weil ich bin nämlich wirklich gespannt. Ihr merkt schon, ein neues Objektiv oder neues Kamera-Equipment zu bekommen, oh, das ist einfach immer wie Weihnachten. Und wir schauen uns den ersten Eindruck jetzt mal gemeinsam an, oder? Los geht's.
Wir sind jetzt auf dem 30 mm und ich vermute mal, das wird jetzt zum Vloggen nicht so gut sein. Also ich glaube mal, hier irgendwo wird abgeschnitten sein. Aber darum geht es ja auch nicht. Dafür habe ich das Objektiv nicht gekauft. Ich wollte euch nur mal jetzt den direkten Unterschied zwischen 16 und 30 mm zeigen. Aber jetzt kommen die versprochenen B-Roll-Aufnahmen. Perfekt! Perfekt! Wow, das ist krass, oder? Ich habe es mir gerade schon mal auf dem Computer angeschaut und alter Schwede, die Bildqualität. Richtig gut. Das Objektiv werde ich behalten. Ja, aber warum habe ich mir das Objektiv jetzt überhaupt gekauft? Also ich habe das 16 mm von Sigma als Festbrennweite und als Allrounder habe ich das 1805 von Sony. Ja, das 1805, das ist auch wirklich ein sehr gutes Objektiv, wie ich finde. Also da kann man sehr gut damit leben, deswegen habe ich es eigentlich immer drauf. Muss mal kurz den Arm wechseln. Schwer. Ja, deswegen habe ich das eigentlich immer drauf. Und es gibt aber halt so ein paar Situationen, wo ich mir einfach ein bisschen mehr Tiefenunschärfe wünschen würde. Und genau dafür ist jetzt hier das 30 mm gut. Das 16 mm hat ja auch eine Blende von 1,4. Das heißt, man bekommt sehr viel Licht auf den Sensor, man bekommt sehr viel Tiefenunschärfe. Genau das gleiche kann das 30 mm auch. Mein 1805, das schafft halt nur eine minimale Blende oder eine maximale Blendenöffnung von F4.0 und dementsprechend wäre es halt für Porträts schon ein bisschen cooler, wenn man da ein bisschen besser freistellen könnte. Genauso für Produktfotografie ist das natürlich besser. Warum ich für diese Sachen nicht einfach mein 16 mm nehme, ist einfach der relativ große Weitwinkel, also relativ sage ich jetzt mal, umgerechnet auf Vollformat ist man da ja bei, ich glaube, 24 mm. Deshalb nehme ich einfach das 30 mm, weil das halt da ein bisschen schmeichelhafter ist. Die 30 mm entsprechen ja dann umgerechnet auf Vollformat 45 mm. WhatsApp. Und ja, man sagt ja immer so im Vollformatbereich die 50 mm Brennweite. Das ist das, was dem menschlichen Auge am nächsten kommt. Deswegen sind die 50 mm Brennweiten einfach sehr beliebt, weil man kann halt wirklich alles damit fotografieren, mehr oder weniger. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt hier für das 30 mm entschieden statt für das 56 mm, weil ich halt denke, dass man mit dem 30 mm Objektiv einfach ein bisschen flexibler ist und das für mehr Sachen verwenden kann. Also ich denke, ich werde das benutzen für Porträts. Produktfotografie, wo ich ein bisschen mehr machen will in Zukunft. B-Roll für die Videos. Ja, das sind, glaube ich, so meine drei Hauptsachen, wo ich das Objektiv gerne verwenden will. Das war jetzt so der Hauptgrund, warum ich jetzt das Video gemacht habe, mehr so im Vlog-Style. Ein weiterer Grund ist, ich wollte einfach mal so ein bisschen bei euch nachfragen. Also ich sehe ja in letzter Zeit die Videos, die kommen schon relativ gut an. Ich kriege immer mehr Klicks, immer mehr Abonnenten, auch wenn es jetzt vielleicht ja immer noch ziemlich wenig ist im Vergleich zu anderen. Aber hey, es macht einfach Spaß. Es ist sehr motivierend, wenn es so vorangeht. Und da wollte ich euch einfach mal fragen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ihr gerne wissen würdet, Fotografie, Videografie, Fotobusiness, YouTube, Instagram, privat, keine Ahnung, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, dass ich da vielleicht in Zukunft mal was dazu machen kann. Auch so, wenn ihr meint, okay, keine Ahnung, mach mal ein paar mehr Vlogs vom Fotografieren oder vom Filmen oder zeige uns dieses oder jenes, keine Ahnung, schreibt es mir einfach rein, ich gucke dann, was ich machen kann. Ja, und dann denke ich mal, es ist auf jeden Fall cooler, wenn ich einfach von euch eine Rückmeldung bekomme, weil ich dann genau weiß, was ihr eigentlich sehen wollt. Ja, und dann habe ich mir noch gedacht, ich mache vielleicht mal so ein kleines YouTube-Channel-Update, weil ich habe den Kanal jetzt ziemlich genau 6 Monate, also 6 Monate ist jetzt her, seitdem ich das erste Video hochgeladen habe. Ja, die Videos kommen immer besser an. Ich habe aktuell, glaube ich, 15.000 Minuten Watchtime über den ganzen Zeitraum, aber es steigt gerade echt ziemlich stark an. Also ich bin da guter Dinge, dass in Zukunft auch besser weitergeht.
Ich habe 66 Abonnenten gerade. Tendenz auch relativ stark steigend. Das finde ich schon mal echt cool. Also vielen Dank euch. Und wo ich fast ausgeflippt wäre, ist der Nils Langenbacher. Also vielleicht kennt ihr, naja, wobei, also jeder, glaube ich, kennt den Nils Langenbacher, der sich in Deutschland für so Fotografie und Vlog-Sachen und so interessiert. Auf jeden Fall, der hat meinen Kanal abonniert. Alter, wie krass ist das eigentlich? Ja, wollte ich jetzt auch einfach mal so ein bisschen mit euch teilen, weil heute geht es ja um Behind the Scenes. Und falls ihr euch dafür interessieren solltet, dann schreibt mir auch das mal in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin super offen für Vorschläge. Und ja, ansonsten gilt wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst mir am besten ein Abo da, macht auch die Glocke an, dann bekommt ihr mit, wenn ich ein neues Video hochlade. Schaut auch vorbei auf meinem Blog, Instagram, einen zweiten YouTube-Channel, Spätzle2Go, unserem Reisechannel. Und wenn ihr meinen Kanal noch ein bisschen unterstützen wollt, ohne dass es euch was kostet, dann benutzt doch vielleicht beim nächsten Mal einen von meinen Affiliate-Links in der Videobeschreibung. Das kostet euch nicht mehr, aber ich bekomme eine kleine Provision von eurem Kauf und somit wären wir beide glücklich. Ja, dann macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal.